Hallihallo, herzlich willkommen zurück. Ja, ich wäre immer noch sehr verbunden für ein Medipack, aber sowas gibt's ja nicht. War nicht im Sonderangebot bei Penny. Ich hatte ja auch nicht in ein paar Levels vorher 10 Stück von der Seuche und hab's nicht benutzt. Ja, übrigens, der Patrick ist eigentlich immer noch da, ne? Also, der redet jetzt gerade nur noch. Ich war gerade irgendwie abgelenkt. Guten Morgen. Wer gerade den letzten Teil übersprungen hat aus mir unempfindlichen Gründen. Und ja, wir haben jetzt, vorhin habe ich genau die gleiche Ansage gemacht. Wir schreiben den 1. Februar 2011 um 1.42 Uhr. So, dass ihr Bescheid wisst. Zumindest steht das auf meiner Computer. Boah, ja, ich hoffe nicht dafür. So. Und meine Füße sind kalt. So, ich bin's mir jetzt leid. Echt mal. So, die werden jetzt alle mit so einer epischen Waffe wie Thor's Hammer platt gemacht. Ja klar. Kann ich hier reinsteigen? Immer noch die offizielle Frage. Nee. So, warum ist sie jetzt eigentlich auf dem Schiff? Gute Frage, wa? Und warum ist hier immer noch kein verdammtes scheiß Medipack? Und jetzt sag nicht, weil ich die Medipacks alle das erste Mal vom Schiff genommen habe, sind jetzt keine mehr da. Nee, irgendwo müssten schon welche liegen. Die sind also unauffällig. Ja, gut, dass hier unten geschlafen in den Mütter sind. Ja. Oh Gott, Hicks. Ja, hier war ja noch da schon mal, ne? Ey, mal ganz ehrlich, ist das Schiff nicht untergegangen? Oder erinnere ich mich jetzt einfach mal falsch? Nee, du musst. Genau, also, du meinst jetzt, die du zu Nadler kommst. Oder wie? Das Schiff war doch untergegangen. Ja, die hatte wahrscheinlich. Boah. Ja. Sag mal. Ja, wahrscheinlich hatte sie zwei Schiffe, die genauso aussahen oder so. Ja, genau derselben Besatzung, weißt du? Die auch genau gleich aussahen. Wo bleibt denn jetzt mein scheiß Doppelgänger? Ja komm, jetzt kommen wir doch gleich wieder in den Raum, wo das explodiert gleich. Ja komm, genau hier. Ja, Danger. Darum schieße ich ja nicht, darum bin ich ja jetzt mit dem Hammer unterwegs. Tja, aus Fehlern lernt man. Ja, haut mal ab. Ihr scheiß Kindermann. Legt euch nicht mit dem Hammer vom Tor an, ihr werdet das eh nicht schaffen. So, hier war sie aber noch nicht, das weiß ich. Kann aber ein Medipack sein. Natürlicherweise kann man die Tür nicht öffnen, um danach nachzusehen. Na, Legend könnte man das. Egal. Oh, Filmszene. Avalon, Helheim, wie auch immer. Ich will nur wissen, wo es ist. Sieh nur, was du getan hast. Unglaublich. Ich werde nie mehr an dir zweifeln. Sag es mir. Jetzt! Also gut. Aber bevor du mich tötest, sag mir, bist du bereit, auf Odins Ankunft zu warten und das Ritual zu feiern, das Helheim öffnet? Ein Ritual, das sie natürlich kennen. Gewiss hast du bemerkt, dass auch ich um jeden Preis nach Avalon will. Aber keiner von uns kann alleine gehen. Du brauchst mein Ritual und ich deinen Hammer. Nein, nein, nur wenn sie zur Seite gehen, kriegen sie ihn. Halt! Du hast mein Haus zerstört. Du hast Alistair getötet. Ich habe bekommen, was ich wollte. Ist das nicht alles, was zählt?
Wir treffen uns da. Ja, das ist aber ziemlich abgedroschen, meine Leute. Amanda sieht voll scheiße aus. Die Schattendoppelgängerin, wie ich sie jetzt nenne. Keine Ahnung, da gibt's gar keinen legendären Kampf. Wir haben diese Szene schneller passiert wie jede andere. Und, ich meine, okay, Amanda sieht scheiße aus, aber man muss sie nicht unbedingt runterwerfen in diesem Glas. So. Also, den Neoprenanzug, diesen da, ne? Den hatten wir in der ersten Szene an, den ziehe ich jetzt aus Prinzip nicht an. Also werden wir den leichten, trockenen Anzug anziehen, der sieht ja auch gut aus. So. Möchtest du noch irgendwas sagen, bevor wir jetzt in die nächste Szene einsteigen, Patrick? Ja, ich wollte mich dafür entschuldigen, dass ich jetzt getippt habe und hoffe einfach, dass man das jetzt nicht hört in der Cutscene. Ich hoffe, passt schon. Ja, und dann nochmal hier unten, habe ich ja fast vergessen vorzulesen. Die Midgard-Schlange ist eindeutig eine Metapher. Aha, schön. Und ich habe mir beinahe ein Hemd gemacht, wisst ihr noch? Für irgendeine monströse Vorrichtung. Und selbst mein Vater hatte auf seiner verzweifelten Suche nach meiner Mutter Skrupel, Heilheim zu öffnen. Aber ich werde das Risiko eingehen, um dieses Rätsel ein für alle Mal zu lösen. Ja klar, es könnte ja auch nicht dein verdammtes Leben kosten. Scheißegal. So, ich setze mal Maschinenpistolen ein und dann geht ja gleich die Cutscene los, ne? Ich hätte auch so nah an der Bombe gestanden, muss ich ehrlich sagen. Sag mal jetzt mal ernsthaft, hätte ich die Harpune, obwohl hier unten schwimmt ja kein Hai. Ich meine, oder? Alter. Ich kämpfe gegen Monster, gegen Zombies und so, aber scheißegal, gegen den Hai mache ich mir einen Zug. In Züsschen. Leute, so geht's ab, wenn ich um 1 Uhr nachts spiele. Ja, das werde ich allerdings auch nie wieder machen in einem Let's Play um 1 Uhr nachts. Ich werde ja auch nicht mehr. Ah ja, klar, so viel zum Thema. Hier schwimmt kein Hai. Wo kann ich nochmal meine Waffen ändern? Das ist eine gute Frage. Patrick? Da, wo du vorhin doch auch Kacke geändert hast. Krautsalat. Wo du vorhin den Hammer genommen hast, müsste das nicht die gleiche Taste sein. Nee, dafür müsste ich es ja vorher eingestellt haben. Ach, da wo Tagebuch so. Ist. Inventar. Oder so. Waffen. Wo ist es denn? Harpune oder so hieß das Ding, ne? Ja. Ja, will ich haben. Drücke ich jetzt einfach drauf, oder wie? Ja. Das sehe ich gerade, ihr könnt euch ja mal das Zeug hier durchlesen. Zack, 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 zack. Zur vorherigen Einstellung. Ja klar. Minion. Ja, nee, kann man doch nicht wechseln, oder was? Boah, stelle mich gerade so doof an. Kann man nur durchlesen da. Okay, ich gehe jetzt einfach den ollen Hai aus dem Weg und die Sache ist gegessen. So, einfach schön nach unten schwimmen. Jetzt kommt, mache ich dadurch irgendeinen ollen Mechanismus. Ich sehe schon. War ja auch nicht irgendeine Krabbe da unten rumkrabbeln könnte, weißt du? Na. Und weil Haie einen ja auch nicht, soweit ich weiß,
wegen der hastigen Bewegungen entdecken und wegen dem Blutgeruch, falls sie eine Wunde hätte, ne? Ach komm, Lara schafft sowieso alles, was sie will. Oh, Medipack. Und ey Leute, herzlich willkommen. Wir sind hier gerade in der letzten Sequenz, ne? Danach ist das Spiel gegessen. Ja. Sicher? Ja. Echt? Ja. Wir waren eben gerade im Mittelmeer. Und jetzt sind freu dich. Ja, ne? Freu dich auch schon mal auf den Endkampf. Was? Ich hatte in diesem ganzen verdammten Game keinen Endkampf. Klar, irgendwann musste er ja kommen, aber... Ja, ich meine, ein Endkampf sollte es schon geben, so am Ende von einem Spiel. Ziemlich. Abgesehen davon, die Filmszene da, das war so verdammt abgedroschen. Mit, sie hat wieder ihr doofes Amulett und wollte wieder ihr scheiß Fieder rufen, weißt du? Warum hat mir der Schattendoppelgänger da so gesehen geholfen? Ja klar, warte. Oh, der Endkampf wird bestimmt mit den Doppelgänger sein. Tja. Ja, magst du auch da hochgehen? Ich weiß zwar nicht, ob ich hätte auf die andere Seite da gehen sollen, aber wurscht. Jetzt ist zu spät dafür. Mädel, ich wollte eigentlich nach hinten springen, ne? Möchtest du das nicht? Ja. Nice. Jetzt sterbe ich an so einem doofen Sprung. In den letzten 2 Minuten des Let's Plays. Ich meine ja nur. Hat doch was. Ich unterstütze dich, indem ich einen Sprite trinke. Sprite ist wirklich erfrischend. 7-Up aber auch. Wie bei Colt Meron, trinkt eine Pepsi. Pepsi ist wirklich erfrischend. Keine Garantie für erfrischende Wirkung. Das ist so cool. Ja, Mädel. Spielst jetzt gleich weiter, dann noch eine Folge. Ich hab keine Ahnung. Sehen wir mal. Wenn wir was anderes vorhaben, machen wir jetzt was anderes. Ja. Eigentlich ja nichts, doch Animes können wir gucken höchstens. Ja, Animes. Jetzt machen wir mal kurze Werbung. Alle Leute, die Animes mögen, es gibt 2 Seiten, die ich empfehlen kann. Animelots.org. Da könnt ihr je nachdem sowieso immer deutsche Animes sehen und sowas. Ne? Ihr könnt auch japanische sehen. Ich gucke meistens die japanischen in letzter Zeit. Und du willst nicht nach hinten springen, du doofe Schlampe. Also, ich kann da meiner Vorjojorin gar nicht zustimmen. Ja, ich finde diese 2 Seiten eigentlich ziemlich scheiße. Also, ja. Zwei Seiten. Ja, die zweite wollte ich gerade erwähnen. Ja, Randaris bestimmt. Oh, egal, das reden wir jetzt noch zu Ende. Ja, so. Randaris halt, ne? Genau, und ich wollte aber dazu sagen, dass... Ich finde, es ist ja wirklich schön, wenn sich jemand hinsetzt, dann macht so eine Seite, dass man die Animes gucken kann, ist ja nett, ne? Aber diese Werbung, ey, Alter, boah. Nee. Ja, nicht nur das, also bei Anime Loads zum Beispiel, da sind diverse Uploads, Streams, Livestreams da und so weiter, gehen einfach nicht mehr. Oder werden und rausgenommen, wie School of Death. Weil, es sei weil ja zu irgendwie gefährlich, was weiß ich, rote Farbe zu sehen. Irgendwie löst sich's ja auf und ach, was weiß ich. Und jedenfalls, keine Ahnung, man kann auf Anime Loads, finde ich, nicht mehr drauf vertrauen. Oh, wow, den Anime würde ich jetzt gern gucken. Ich klicke einfach mal drauf und guck ihn. Weil es besteht immer die Gefahr, ja, Pech, ist gar nicht mehr oben. Und daran Daris, irgendwie viele Uploads von Anime Loads hat, ist das dann natürlich das gleiche Problem. Und damit du nicht zu lange Upload-Zeiten hast, sagen wir jetzt auf Wiedersehen. Nö, ich habe keine zu langen Upload-Zeiten. So ist das nicht, ne? Ja, gib ruhig an! Ja, ich lade hoch, wenn ich in der Arbeit bin. Tut mir leid, entschuldige. In dieser Gelegenheit möchte ich hier anmerken, ich habe frei. Also zumindest einen Tag. So, ja, sonst werdet ihr uns ja für noch dümmer halten, dass wir jetzt hier um 1.56 Uhr kauern und in einem Lara Croft Let's Play über Anime-Seiten reden, dessen Streams nicht funktionieren. So, gegeben. Ja. Sag mal,
Ich hab's gerade mit Klettern, war. Ohne Scheiß. Ja, wie du immer weiter kletterst, wenn wir diskutieren. Ja. Da müsste dann voll was Wichtiges passieren und du kriegst es gar nicht so richtig mit und sagst also natürlich nicht Bescheid und ich rede weiter und dann ist die Sendung versaut. In einer K10 sag ich dir auch gar nicht Bescheid. Psst, halt die Fresse. Ja, aber in dem Moment, wo du einfach so weiterkletterst, bist du dann so geschockt, dass du mir gar nicht Bescheid sagen kannst. So. So, das sollten wir nicht übrigens, trotzdem. Patrick. Ja. Also echt. Was denn? Ich verstehe nicht, warum sie nicht nach hinten springen kann. Warte, das kann sie, wenn ich die Sicht von unten mache. Ja. Nee, dann klettert sie doch unten. Das kann ja wohl nicht sein. So, sollten wir nicht trotzdem lieber Tschüss sagen? Ja. Wie gesagt, ja klar, da kann sie nach hinten springen. Geht's noch? Da oben nicht. Ich werde da nicht mehr. Ja, okay. Ich sag dann mal Tschüss, Scheißerchen. Tschüss und habt noch schöne Tage und so. Keine Ahnung. Ja, bye bye. Jo.